Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge bei F1-22. Wir machen uns gerade bereit, denn wir sind hier in unserer My-Team-Karriere und wir sind im Qualifying hier zum großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring und wir sind mit dem Qualifying, hatte ich glaube ich gerade schon erwähnt, war, aber ist auch vollkommen egal, doppelt hält einfach ein bisschen besser und wir sind im Qualifying und ihr seht schon, es soll auf alle Fälle noch ein Q1 regnen, das heißt, wir werden natürlich jetzt sofort rausfahren, ich werde nur mal fix gucken, ob wir alles geladen haben. Machen wir mal vollzeitbar. Und dann, wie gesagt, geht's auch schnurstracks los, bevor wir zu viel Zeit verlieren und es gleich anfängt zu regnen. Mit dem Setup bin ich eigentlich soweit sehr zufrieden. Der Wagen macht so ein bisschen Probleme, gerade hier in den Kurven, wo sehr viel Aerodynamik gebraucht wird. Aber ich glaube, der Sprung ins Q2 müsste machbar sein. Zumindest werde ich alles geben, was auch nur so geht. Eine Vorstellung von Zeit habe ich nicht. Aber wir werden einfach mal gucken. Wir nehmen auf alle Fälle hier schon mal richtig viel Anlauf. Oh, so viel dazu. ich fange nochmal neu an, ja? Vorsicht, hinter mir, Vorsicht, Vorsicht. So, wie gesagt, richtig hier viel Schwung mitnehmen. Bin gerade wieder ein paar Testrunden, um mich warm zu fahren, mit dem Mercedes gefahren. Das ist schon eine ganz andere Welt, das merkt man sofort. So, jetzt rein in die erste Kurve. Oh, ei. Schön weggehauen, die Runde. Also... Klar, warm fahren mit irgendwie Mercedes, Ferrari oder Red Bull, alles geil. Aber mit einem Wagen, das sich manchmal wie ein Williams fahren lässt, ist nicht so gut. Also zumindest der Kontrast dazu. Versuchen die Runde trotzdem noch irgendwie zu Ende zu kriegen. Eieieiei. Hui. Jeb, ich komme an die Box. Ich brauche neue Satzreifen. Okay, so viel dazu. Ich habe den ganzen Satz Reifen jetzt total zerstört, wa? Aber komischerweise in 10 Minuten soll es immer noch trocken bleiben. Wie sieht's in 15 Minuten auch noch? Viel Verkehr, ach so, viel Verkehr, ich dachte schon. Ach, in 30 Minuten soll es ringen. Komm, lass mal ein bisschen Zeit laufen. Nimm uns schon mal den nächsten Satz Reifen. Eigentlich können wir so viele nehmen, wie wir wollen. Ach komm, wir fahren jetzt schnell raus. Bin ja auch doof. Wir können eigentlich so viele nehmen, wie wir wollen. Denn ich denke mal, dass wir in den nächsten Q2 und Q3 wahrscheinlich den Regen haben. Also da werden wir keine Softreifen gebrauchen. Und für Q3 werden wir wahrscheinlich uns nicht mehr qualifizieren können. Hinter uns ist niemand. Schwung nehmen. Also ich muss ein bisschen sorgsam mit dem Gas hier sein. Das war mit dem Mercedes, wie gesagt, wesentlich angenehmer gewesen. So, schön hier rein. Oh ja, man merkt sofort, da ist nicht wie Traktion hinten. Und erstaunlicherweise, ich fahre mit derselben Setup-Einstellung wie mit dem Mercedes. Also das Setup ist genau dasselbe, was ich auch gerade hier bei den Hotlaps gefahren bin. Oh, müssen wir auf... Ach, das gibt's doch nicht! Ach, scheiße! Gut, wir fahren die Runde jetzt nicht zu Ende. Wir lassen jetzt ein bisschen Batterie hier sparen. Einen Augenblick, wo war das hier gewesen? So, einmal auf aus. Uiuiuiui, den Reifen, das darf ich jetzt nicht wegschmeißen. Eine Runde müssen wir schon damit fahren, dann fahren wir nochmal eine schnelle Runde. So. Wieder Hotlap dazugeschaltet. Also mein Tipp ist auf alle Fälle, wenn ihr euch warm fahrt, fahrt euch nicht mit einem richtig guten Wagen warm, wenn euer so schlecht ist. Scheiße aber auch.
Eieieiei. Ah, gut, hier kommen wir eigentlich einigermaßen gut durch. So instabil der Wagen. Ich meine, sind wir jetzt mal hier durchgekommen? Wäre schon mal nicht schlecht, die Runde zu Ende zu fahren. So, jetzt rein in die letzte Kurve, den Schwung hier schön mitnehmen. Ah, die Linie nicht schön getroffen. 18. Platz nur, immer noch vor Schwarzmann, aber die Runde, die geht natürlich weitaus besser. Unter 1,18 sollten wir schon versuchen, irgendwie zu landen. Das heißt, ganz fix aber auch. So, hier. Neuen Satz Reifen. Und dann aber schnell auf die Strecke. Oh ja, aber meine KI hat, glaube ich, schon ein Problem mit dem Wagen. 3,5 Minuten haben wir nämlich noch. So, die Reifen ein bisschen warm fahren. Das ist unser letzter Schuss, war, aber wir können es doch mal in 2 Runden umfassen. Am besten wäre natürlich jetzt hier mit der letzten Runde noch irgendwie eine Zeit rauszuholen. Wir fahren wieder hier relativ weit. Okay, ich bin langsamer auf den Geraden als in meiner schnellsten Runde. Hier kommen wir einigermaßen gut rein. Also ihr müsst ja auf alle Fälle noch ein paar Zehntel finden. Das Radar sagt Wetterveränderungen in ungefähr 5 Minuten voraus. Sei wachsam. Oh Gott, ey. Ich krieg's nicht hin. Vor allem war hier ein bisschen sehr weit. Immerhin 4 Zehntel haben wir schon mal gefunden. Ja, ja. Jeff, ich weiß. Sechs Zehntel. So, jetzt die Linie schön treffen. Diesmal treffen wir sie sehr gut. Zehnter. Ui. Schöner Sprung. Die Runde nehmen wir noch mit. Oh, da kommt man ein bisschen besser raus, sieht man sofort, Data-Zeit fast eine Zehntel schneller. Ah, blockierender Reifen, wir gehen sehr weit. Ah, hier weit raus. Ach, nee. Ui. Oh, krack. Ganz knapp. Aber ich denke mal, der Sprung in die Top 10 müsste eigentlich gut reichen. Vielleicht sind wir so 12., 13. geworden, 14. am Ende, aber trotz all dem. Und man muss auch sagen, die Runde war auch nicht perfekt gewesen. Also Sprung oder Luft nach oben ist auf alle Fälle. Gerade wenn man anguckt, Lewis Hamilton mit einer 1,17,8 und wir einer 1,18,2. Also da ist noch ein bisschen was drin. Und jetzt wird spannend. Jetzt gucken wir uns mal an, was in Q2 passiert. Weil noch ist es trocken. Wir werden, glaube ich, gleich mal sofort rausspringen auf die Strecke. Dass wir vielleicht noch mit trockenen Reifen rausgehen können. Ja, das sieht gut aus. So, schnell raus, ja. So, und rausfahren. Alle Checks abgeschlossen. Achtung, der Wagen fährt jetzt aus. Weil jetzt sieht es sehr, sehr dunkel aus. Sprich, könnte jeden Augenblick anfangen zu regnen. Und vielleicht schaffen wir es mit den Softreifen noch schnell raus. Ah, ein Red Bull vor uns. Ah, es tröpfelt schon. Oh, shit. Ah, das wird schwierig da noch. So, ich fahr vorbei. Danke.
Aber solange die Strecke vielleicht auch einigermaßen trocken. Ah! Wow, 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 wow. Bleibt! Hi, war das gut abgefangen! Aber die Reifen sind auch noch kalt, muss man dazu sagen. Glaube ich. Nee, die haben schon Temperatur jetzt. Ja, jetzt die Feuer überlegen müssen, Maxien. Ob du jetzt vor mir landen möchtest oder nicht. Eieieiei. Ah, da wäre es, kann soll was werden. So. Aber lass ein bisschen Abstand zu mir, Max. So. Okay, auf geht's. Ja, Abschnitt hat er gelassen. Eine trockene Strecke haben wir noch einigermaßen. Sie ist nicht perfekt, das auf gar keinen Fall, aber trotzdem besser als bei Feuchtigkeit mit Intermediates, möchte ich meinen. Vorsichtig hier. Bisschen mit dem Gas dosieren. Okay, siehst du, DRS ist schon deaktiviert, weil es feucht wird. Ah, der Regentropfen lag ja richtig schön in der Mattscheibe. Ja, er trägt uns jetzt ein bisschen mehr weiter nach draußen. Also es wird keine gute Zeit, aber im Gegensatz zu allen anderen, die wahrscheinlich jetzt hier gleich auch mit der Mädels unterwegs sind, kommen wir wahrscheinlich unter die Top 10. Nur Maxim wird doch schneller sein als wir. Oh ja, ich komm mal weit raus. Aber gut nach Hause gefahren, die Runde. Ist nur noch die letzte Kurve hier. Ja, guck mal. Ja, Verstappen war schneller. Aber guck mal, was für Zeiten. Oh. Sainz war nochmal schnell gewesen. Aber ich denke mal. Oh, doch. Oh. Sie kommt da nochmal alle. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, es wird spannend. Aktuell sind wir auf dem vierten Platz. Ja, das war's gewesen. Weil ich glaube, jetzt werden alle einen Ticken langsamer. Ja. Wir haben es geschafft. Bottas und Schumacher kommen nicht dran, auch gerade ein Bottas nicht. Hui, also, ich denke mal, damit kann man schon mal davon ausgehen, Q3 ist sicher, selbst Ricciardo kommt nicht ran. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier ein Favoriten sterben wird. So, also, Yuki Tsunoda hat es noch geschafft. Ich denke mal, danach wird es immer schwieriger. Guck mal. Ich denke mal, Sergio Perez könnte wahrscheinlich nicht weiterkommen. Ein Charles Leclerc könnte nicht weiterkommen. Fernando Alonso könnte nicht weiterkommen. Lewis Hamilton könnte nicht weiterkommen. Also, hier ist ordentlich was kaputt. Hamilton hat es doch geschafft auf Platz 10. Holla die Waldfee. Wir schauen mal ein bisschen vor. Ja, also Sergio Perez ist draußen. Gut, also, ja, Überraschung ist halt Leclerc, Alonso und Sergio Perez. Guck mal, die meisten mussten schon auf Intermediates jetzt hier wechseln. So, wir können ja mal gucken, was bringen eigentlich die nächsten 10, 15 Minuten. Aber ich glaube, die werden allesamt Regen bringen wahrscheinlich, wa? Wird der sogar vielleicht noch ein bisschen toller? Sieht nicht danach aus. Aber die Streckentemperatur ist am Anfang. Nee, die bleibt gleich, wa? 30 Minuten, aber in 30 Minuten, glaube ich, da passiert nicht mehr viel. Ja, und somit haben wir es auf Platz 4 geschafft. Sainz ist nochmal eine ordentliche Zeit gefahren. Ey, war auch wirklich schwierig gewesen. Wir waren einfach mal locker 3 bis 4 Sekunden langsamer als unsere eigentliche Bestzeit. So, da sind wir auch schon. Ich weiß gar nicht, ja, wir haben Intermediates. Wir gucken mal ganz kurz auf die Streckenbedingungen. In 10 Minuten soll es wieder trockener werden. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen Zeit laufen lassen. Wir sind immerhin unter den besten 10. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Viel mehr geht hier eigentlich schon fast gar nicht, bevor wir das Auto vielleicht noch zerstören. Wir gucken mal so ein bisschen. Das Doofe ist natürlich, wir können, finde ich immer, nicht so richtig gucken und erahnen, wie die Streckenbedingungen sind. Das können nur danach ausmachen, wie die jetzt hier fahren. Deswegen, komm, wir lassen mal ein bisschen jetzt hier laufen. So, dann werden wir jetzt auf Intermediates weiterfahren, wa? Ich würde mal sagen, wir packen ein bisschen mehr Benzin rein.
Hier. So, anpassen für. Ja, knapp. Ah, nee, hoppala. So, machen wir mal. So, ja. Dass wir vielleicht so 3 Runden fahren können. Obwohl ich sagen muss, ich mal mir nicht viel aus. Wir können aber trotzdem mal gucken, wie ich hier mithalten kann. So, wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr. Also 2 gesettete Runde klappen auf alle Fälle. Eieieiei. Jetzt sind auf alle Fälle die Reifen warm. Oh. Eieieiei. Bin ich mal gespannt, wie viel Abstand wir 10. wären. Ich sehe natürlich mit den geilen Regentropfen hier gar nichts. Die sitzen ja manchmal so auf der Mattscheibe. Oh, fahren wir sehr weit. Fahren erstmal, oh, ich wollte gerade sagen, wir fahren erstmal hier entspannt. Versuchen mal so ein bisschen außerhalb der Ideallinie zu agieren. Oi. Oi. Wenn man daran denkt, dass wir morgen noch Regen vor uns haben. Ich will gar nicht wissen, wie viel langsamer wir sind. Eine knappe Sekunde, das hält sich immer noch in Grenzen zurück. Gerade im 2. Sektor. Und da ist noch ein bisschen was drin. Wie gesagt, es ist ja eigentlich eher mehr oder weniger eine Testrunde. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich noch 1-2 Plätze mich verbessere. Wir werden aber in der 2. Runde, denke ich mal, schon ein bisschen schneller sein. 1 Sekunde Abstand zu Ricciardo. So, Session ist auch vorbei. Also, wenn wir einen Platz gut machen, stimmt es mich auf alle Fälle für morgen schon mal ein bisschen positiver. Und am Ende, tatsächlich, habe ich, glaube ich, haben wir, nee. Ich glaube, ich habe mich verkickt. Ja, 10. nur. Bottas hat einen Sprung gemacht, wir nicht, aber... Das Gefühl ist auf alle Fälle angenehmer als manchmal bei anderen Rennwochenenden. Ja, das ist natürlich geil. Ich dachte schon, oh, ich bin ja näher dran, aber mir fehlen 1,1 Sekunden einfach mal zum Mick Schumacher. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal kurz mal ausprobieren können? Das machen wir mal ganz fix. Ihr wisst ja, ich bin gerade 2 schnelle Runden gefahren und eigentlich werden die Runden sukzessive schneller. Das heißt, wenn wir vielleicht 4, 5 Runden fahren, könnte es immer besser und besser werden. Wir merken uns mal die 1,29,6 und ich könnte alle Wette darin gehen, dass wir trotzdem die 1,28,5 knacken können. Komm, das probieren wir mal aus. Ich mache hier nochmal Neustart und wir sehen uns gleich wieder. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da für eine Zeit erreicht haben. Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal neu gestartet und ich fahre jetzt noch meine Runden ganz gemütlich. Ich habe jetzt gleich am Anfang von Q3 noch ein bisschen mehr Benzin reingetankt und bin sofort auf die Strecke gegangen. Heißt, ich denke mal so 8 bis 7 Minuten werden wir noch haben. Also für 5 Runden müsste es noch reichen. Und wir gucken mal, ob ich meine Zeit, und da steht es ja auch sogar oben, die 1,29,6, ob ich die schlagen kann. Nicht ganz. Wir haben uns aber um fast 6 Zehntel zum ersten Versuch gebessert, aber doch nicht ganz. Vielleicht waren es im Endeffekt dann doch zu viele Runden gewesen. Wir sind, glaube ich, fast 6 an der Zahl gefahren. Wir können ja mal gucken. Und da waren die Reifen vielleicht ein bisschen zu sehr aufgebraucht gewesen. Lando Norris ist übrigens auf der Pole Position. Aber wir sind schon mal wesentlich näher dran als zu den anderen. Trotz all dem, ich muss mir auf alle Fälle jetzt was einfallen lassen für das kommende Rennen, welche Strategie wir fahren. Vielleicht gibt es eine Riesenüberraschung, aber da könnt ihr euch einfach mal in der nächsten Folge davon überraschen lassen. Schaltet also einmal ein. Lasst aber hier mal gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.